trotz der angespannten Lage habe ich entschlossen, meine Videos weiterzumachen, weil Ablenkung tut gut. Mir auch. Ich mache das jetzt ja auch am Anfang ganz kurz und schmerzlos. Mein Sohn ist zur Hälfte Ukrainer. Und das geht uns hier nicht am Arsch vorbei. Und ich habe überlegt, ob ich das hier weitermache oder nicht. Aber A, lenkt es mich auch ein wenig ab. Mein Sohn ist Gott sei Dank noch nicht alt genug, um das richtig zu verstehen und kennt auch zum Glück nicht seine ganze Familie in der Ukraine. Auch die leben bei Kiew und deswegen glaubt nicht, dass ich hier sitze und Halli-Dalli mache und mir das alles am Arsch vorbeiging und hier meine Witzvideos bringe. Aber ich will das hier trennen voneinander und das tue ich jetzt hiermit auch. Nur, dass das keiner falsch verstehen soll, wenn ich jetzt hier weiterhin meine witzigen Dinger bringe. Oder über die Firma Märklin aufregt. Mich beschäftigen andere Themen momentan auch mit Sicherheit. Intensivst. Aber ich kann es nicht ändern. Überhaupt nicht. Ich habe keinen Einfluss drauf. Also mache ich jetzt hier weiter. So. Und deswegen ist jetzt hier ganz abrupt der Cut, nur dass ihr wisst, wie ich drüber denke und hier, warum ich meine Filmchen weitermache. Also in dem Sinne, fangen wir mal mit dem richtigen Video an. Ha! Hallo Leute! Ups! So, mal wieder ein Trinken. Um was geht's heute in meinem Video? Erstmal Brüsterchen. Jo, ich habe mich entgegen meines eigenen vorherigen dummigen Geschwätz, also ich habe für alle Nicht-Hessen, ich habe vorher anders geredet und handle jetzt anders. Denn ich habe was gemacht? Ich habe es gekauft. Und die waren so scheiß derbe teuer. Die kriegst du auch nirgendwo mal so gebraucht. Ich jetzt hoffe, dass sie deswegen auch gut sind, aber im Moment kriegst du sowieso nichts. Irgendwie gebraucht, günstig. Also ich habe den Schleifer mir geholt und den Mittelschleifer von Lux. Oh, dafür hättest du echt eine geniale Lok gekriegt. Und ich habe es aufgemacht, also ich finde, da ist jetzt nicht viel Technik drin, aber gut. Modellbahnunion hat leider nur ein Dings, ein Staubsauger. Und einen Staubsauger habe ich selber. Und da muss ich sagen, glaube ich, tut es mein Staubsauger. Moment. Auch da habe ich aufgerüstet. Ich habe mir eine Wohnung neu gekauft und habe die aus der Wohnung mit runtergenommen, weil der hat. Hier. Und jetzt geht es natürlich wunderbar über die Schienen rüber. Also fahren die zwei Dudis da drüber und dann kommt das Ding hinterher. Das hat wenigstens anständige Saugkraft. Na? Kleine Tiere, Ratten, Mäuse, wird alles weg. Kakerlaken, zupp, alles weg. Meiner Wohnung getestet. So, wahrscheinlich auch. Deswegen sieht mein Schotter manchmal ein bisschen komisch aus, weil zupp, ist auch der Schotter weg. Nee, habe ich ja vorher nicht benutzt. Der platzt bei mir auf, aber ich nehme mal an, ich will es mal probieren mit Tiefengrund. Und werde ich einige Stellen nochmal neu schottern. Ich tippe, dass diese Temperaturschwankungen bei mir hier in der Bude nicht so der Brüller sind. Jetzt haben wir hier, wie ich reinkam, hatte ich 8 Grad. Ich sage ja, ohne 8 Grad kommen die Loks wieder hoch. Bis 8 Grad bleiben sie hier. Hab ich gehofft, das hört doch mal auf mit der Kälte, aber. Ja. Aber das ist für euch gut, weil dann im Moment will ich noch nicht ins Studio gehen, trainieren, aber das kommt jetzt wieder und ich bin auch schon ganz heiß drauf. Das Wandern, da ist mir noch zu kalt draußen. Ich bin zwar jetzt schon mal wandern gewesen, aber. Aber es muss. Weil im Moment verzichte ich auf Essen. Das ist übel. Das ist was ich gar nicht aushalte. Ja, ich kann nur vieles verzichten, aber aufs Fresschen. Oh je. Deswegen, das ist echt lustig bei mir, weil ich nehme im Sommer in der Regel immer so 15 bis 20 Kilo ab und schaffe es im Winter wieder drauf zu fressen. Im Winter gehe ich kategorisch in kein Fitnessstudio und oh Gott, wie würde ich aussehen, wenn ich das nur mal einmal durchhalten würde? Naja, was soll's. Ich
hatte ja auch über 42 Jahre keine Probleme mit Figürchen. Aber alleinerziehende Mutti. Gut. Also, das probieren wir aus. Ja, mit dem Wagen. Ich teste es mal. Steht drauf. Sollst du einfach draufstellen. Ich probiere es dann mal. Und, jo, was sonst noch? Thomas kommt jetzt mal nett. Der frisst mir die letzten Haare vom Kopf. Nee, Quatsch. Nicht jedes Wochenende. Es ist noch der Michael-Schulz-Kanal. Und ich habe den Thomas gern hier. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Ah, dass das der Michael-Schulz-Kanal ist und gern, dass der Thomas immer ein gern gesehener Gast ist. Ja. So, dann wollen wir mal loslegen. So, was habe ich denn jetzt vor? Ich will die anderen Kabel unter Strom setzen und die Drehscheibe einsatzbereit machen. Das wird jetzt auch mal langsam Zeit. Ich habe versucht, es zu löten und meine Lötversuche. Ich weiß nicht, ob man es so deutlich sieht. Ja. Hier unten habe ich es gerade noch hingekriegt, aber an manchen Stellen habe ich auch hier vorne die Schwelle verschmort. Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe bis jetzt gelötet nur hier meine C-Gleise. Das war relativ einfach, aber auch da habe ich mal einen Kurzschluss hingekriegt. Bei den Dingern fand ich das schwierig und an die Seite habe ich es gar nicht dran gekriegt. Ich habe zwar so ein Lötzinn oder Fett oder wie das heißt, Lötfett geholt, aber es hat nicht funktioniert. Der Flo hat mir dann gesagt, was ich nehmen müsste, aber ich habe mich dann entschlossen, da ich ein wirklich blutiger Anfänger bin, was das Löten angeht, diese Variante. Die sieht nicht so gut aus, das gebe ich ehrlich zu. Aber mal sehen, wie ich es nachher verstecken kann. Hätte ich gewusst, dass ich die Variante genommen hätte, hätte ich in meinem Lokschuppen natürlich Platz geschaffen, dass das im letzten Gleis montiert wird. Aber jetzt drehe ich den nicht mehr rum und schraube da dran rum. Leute, ich will auch nicht die beste Anlage haben. Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe einen gewissen Standard, den ich gerne haben möchte, der mir gut gefällt. Und ich gehe gern Kompromisse ein. Genauso wenig werde ich hier dieses weiches Stück unterflurig machen. Das werde ich nicht machen, Leute. Mich stört es nicht, wenn da jetzt eine Weiche ist. Also, ich werde jetzt hier mal Mühe geben, meine Löcher bohren, das anschließen, verkabeln. Wenn ich nicht gestört werde und mein Sohn nicht früher heimkommt, könnte ich das heute glatt schaffen. In dem Sinne. Ach so, ja, noch eins, Leute. Nicht, dass es einer falsch versteht. Thomas, dass ich den Thomas nicht haben möchte oder so, das wäre kompletter Humbug. Es geht mir einfach nur darum, das ist mein Sender, mein Kanal und ich möchte hier sagen und tun und lassen können, was ich möchte. In dem Moment, wo ich jemanden mit reinhole, muss ich mich abstimmen und das möchte ich nicht. Das sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Und Thomas ist gern gesehener Gast. Ich höre auch gern, wenn der Thomas sagt, ey, das finde ich nicht so gut. Manchmal höre ich auf ihn, aber manchmal eben auch nicht. Und dann will ich nicht anfangen zu diskutieren. Weil ich sag's mal so brutal, wie es ist, aber den Kanal habe ich ja hochgezogen. Und ich habe auch dem Thomas gesagt, wenn er einen eigenen Kanal machen will, helfe ich ihm. Beim Jürgen Rüdeck habe ich das auch gemacht. Na, das unterstütze ich, da mache ich Reklame für. Aber das hier ist mein Baby und es bleibt auch so. In dem Sinne, geht's mal jetzt los. So, es reißt nicht ab. Also diese kleinen Dinger hier, wo sie dran macht, da steckst du die Kabel rein, aber die sind nicht besonders stabil und wenn du das dann da ins Loch reinfummelst, zack, fliegt's raus. Na, jetzt habe ich das hier versucht irgendwie ein bisschen fester zu kriegen, aber ist total locker drin. Und du kriegst die aber nicht rein, wenn du, naja, dich über die Anlage lehnen musst. Und stoppst du die Kabel rein, flutscht es auch schon wieder raus. Ich bewundere Märklin-Ingenieure, ich bewundere diese Leute. Was nimmt Märklin da, die so
mit Bachelor-Abschluss 5 haben oder sowas, die sonst keinen Job gekriegt haben. Es tut mir leid, auch das ist komplettes Versagen dieser Firma hier. Oh, es ist nur nervig. Naja. Ich würde ja normale Anschlussschienen schon holen. Hier. Das ist ein finanzielles Massengrab. Oh Mann, ehrlich. Als Modellbahner musst du schon gesunde Nerven manchmal haben. Naja. Aber ich sag's immer wieder, die brauchen sich nicht zu wundern, dass sie ein Randspielzeugbetrieb sind. Ich meine, welcher normaler Familienvater macht so eine Scheiße mit? Das machen nur Väter, die selbst damit spielen wollen. Na, aber für ihre Kinder, irgendwann hört's auf, ne? Kaufst du Playstation, ich sag's immer wieder. Na gut, ich habe jetzt mal meinen Zorn wieder losgeworden, jetzt kann ich mal sehen, wie ich das da reinkrieg. Oh Mann. Was ein Kampf. Aber... Wir haben es halbwegs hingekriegt, haben es angeschlossen, Lok fährt, Drehbühne fährt, schon zwar einen kurzen Schreckmoment, weil sie direkt beim Abgang die Lok stehen geblieben ist. Das fand ich dann erstmal nicht tendenziell so witzig. So. Hast du mein analoges Wunder hingestellt. So. Es geht. So. Das habe ich hingekriegt, aber 10 nach 11, der Hunger kommt. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal Fressi machen. Tja, aber ich zeige euch das mal ganz kurz. So richtig rein. Ihr seht, da ist immer noch ein Spalt. Kriege ich es nicht. Ich habe es jetzt probiert. Ich kurzsichtiger Vogel sehe das aus der Entfernung hier schon nicht. Aber ich hätte es halt gern richtig drin. Na, aber die gehen so schwer rein, diese Schienen. Echt heftig. Ich bewundere alle, die mit dem Kargleis arbeiten hier. Die müssen gesunde Nerven haben. Ich habe nie behauptet, dass ich derjenige bin, der da voll die Nerven hat für. Na, habt ihr ja schon gemerkt. Ich habe jetzt mit dem Schraubenzieher, das zeige ich euch mal kurz. Moment. Wir sind im Schraubenzieher hier rein und habt das mit Gewalt ein bisschen hochgedrückt, sodass das Kabel dann fest da drin war. Das war dann die Lösung erstmal. So, ich gehe jetzt erstmal Fresschen machen, Mittagsschläfchen. Und dann gucke ich, ob ich das hier heute noch weiter anschließe. Bock hätte ich ja schon, aber ich habe jetzt, es ist halt, ihr seht, 10 Grad, als ich hochkam, waren es 7. Eigentlich müsste ich nach meinem eigenen dummen Geschwätz die Loks jetzt wieder rübernehmen. Vielleicht hole ich es auch heute Abend wieder alle. Ach ja, so ist das halt. Im analogen Betrieb war das vollkommen egal. Ne? Wie die Gerd sagt, bei mir ist auch Frost auf der Anlage, das interessiert mich nicht. Naja. Gut, aber es geht ein bisschen voran. Bis ich ablenke, kann man sich, obwohl man sich dann hier ärgert, ist das natürlich auch nicht der Brille. Aber, naja. Ich gehe mal jetzt mein Fresschen machen und nachher sehe ich weiter. So Leute, das war jetzt Fummelarbeit. Also mit diesem C-Gleis bin ich froh, dass ich keine Anlage gebaut habe. Ey Flo, du hast es nicht einfach mit dem Gleis. So, ihr seht ja schon, hier habe ich versucht, mit Gewalt die Schienen an zu kriegen. Klar, wenn ich hier am Tisch sitze und habe zwei Schienchen, die kriege ich zusammen. Aber auch da klemmt es manchmal, weil sich das eine Metall und das andere schieben. Ah, herrje. Also das ist, wenn es liegt, vielleicht ganz gut, aber ich bin jetzt nicht so begeistert von dem Gleis. Ich habe ja zum Glück nicht viel, aber
Das, was ich da oben angeschlossen habe, ich muss mal sehen, wenn ich es jetzt anschließe. Die Kabel liegen jetzt alle. Ich muss jetzt unten noch an die Ringleitung machen. Das sind aber halt auch 11 Kabel aneinander und dann an die Ringleitung. Ich mache das nicht in 5 Minuten. Also male ich ja noch hier. Ganze Beutel-Lüsterklemmen ab. Ja, jetzt werde ich sagen, warum hole ich ja diese anderen Teile da, diese zum Zuklappen, die mir Thomas mitgebracht hat. Das ist auch klasse. Aber jetzt sage ich ganz ehrlich, bis ich zum Bauhaus gefahren bin, da eingekauft habe und wieder zurückgefahren bin, habe ich das hier aber auch zweimal angeschlossen. Das war mit meiner Lüsterklemme. Und in der Regel halten die Dinge auch. Jo. Dann habe ich da oben noch die zwei Weichen anzuschließen. Und dann kommen wir langsam ans Licht. Hätte ja nicht gedacht, dass ich das am Wochenende hier noch alles mache. Gut. Fernsehen gucken macht momentan auch keinen Spaß. So, das macht noch. Ja, klarer Fall, Drehscheibe, ne, muss ich euch auf dem Laufenden halten. Ist nichts Neues. Ist jetzt über 4 Wochen her oder 5. Firma Merkel hat sich noch nicht gemeldet bei mir. Und naja, ich war auch noch kein Krokodil. Schon mal gucken, wie sie reagieren. In 4 Wochen habe ich Jubiläum. Ne? Da kann ich sagen, ein Jahr lang gemurkse mit der neuen Drehscheibe von Märklin. Und darauf, auf den Spaß, habe ich dann noch 1 Jahr und 9 Monate gewartet. Und dann schreibe mir immer wieder Leute, wie toll die Firma ist. Da frage ich mich, die haben lang nichts mehr bei denen gekauft. Ja. Auch der liebe Florian, mir haben auch Leute geschrieben, ja, Firma muss Geld verdienen. Ja, natürlich. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich Digitoy mache mit Bobbycar oder ob ich Märklin mache. Ja, ich habe das schon in meinen Dullis gesagt, so, da gehört Emotion, da gehört Leidenschaft dazu. Die Familie Sieber ist mit Sicherheit, das sind Geschäftsleute. Von der Pike auf gelernt, Junior auch, bin ich mir absolut sicher, der weiß, was er macht. Nur der ist mit Sicherheit kein Modellbahner. Weil, ich weiß auch nicht, wie die auf die Idee kommen, 2 Haftreifen nebeneinander, okay, und dann das Klogeräusch in der Lok einzubauen. Nee, da fehlen mir die Worte für. Das ist der Moment, wo es dann total albern wird. Da frage ich mich, geht's noch? Ein Klogeräusch. Ja, und vor allen Dingen machen die nur Klack. Ne? Weil Thomas hat mir erklärt, ja, früher war das nur ein Klack, da gab es keine Spülung. Ja, kann ich mich auch noch grob dran erinnern. Jo. Aber ob wir das wirklich wollen? Also ich brauche das nicht, Thomas auch nicht. Ich kenne auch keinen, der bis jetzt geschrieben hat, ich will den Scheißhaufen in der Lok. Nee, das will kein Mensch. Keiner will ein Scheißhaus in der Lok. Ich kann mir es nicht vorstellen. Das ist wie der Lokschuppen von Märklin, dass der schön ist. Aber gut, wir sind Millionen Menschen in diesem Land. Es gibt wohl den einen oder anderen, der den Lokschuppen schön findet. Und ein oder andere sitzt diebisch in seinem Keller oder in seinem Gästezimmer oder im Dachboden, lässt den Triebzug anhalten und kluck, kluck und freut sich, dass der da drin gerade gekackt hat. Also nee. Nee, das sind so Dinge, das verstehe ich bei der Firma Märklin nicht. Und jetzt kommt das Neueste, sind ja die Lebensgeschichte einer Lok, die da runtergerattert wird. Wir hatten es ja hier bei der, irgendwas, die kleinen Insider. Die hat uns ja hier auch ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich das wissen will, kaufe ich mir ein Buch. Das ist auch ein netter Gimmick, aber ich habe jetzt bei der, ich wollte mir ja die 3.6 Schweizer Lok kaufen, diese Kastenlok, gefällt mir sehr gut. Ich habe aber so hinterher gehört, die hat 2 Haftreifen nebeneinander und das war's. Das will ich nicht. Ja, und der Vorgänger zumindest hatte das und ich glaube, die haben das bei der auch gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Das Ding will ich erst live gesehen haben irgendwann.
Und das nächste ist, die Vorgängerlok hatte massive Probleme mit Anhänger am Hügel. Das hat dieser Fuldaer Modellbahnclub, der das immer testet, da wo es schön im Kreis fährt, Barossi oder so. Da habe ich das geguckt und ja, nee, so eine Lok will ich nicht. Ja. Das würde mich irgendwie ärgern, wenn ich mir die Auffahrhilfe von Märklin kaufe und dann die Lok mit drei Hängern an der Auffahrhilfe jämmerlich verkackt. Da würde ich mich verarscht fühlen von der Firma. Und wenn ich dann zu meinem Händler gehe und der Händler mir sagt, ja, was soll ich denn da machen? Ja, Leute, es tut mir dann auch leid für den Händler, aber ich fühle mich da als Kunde betrogen. Ich kann es nicht anders da ausdrücken. Ja. Tja, so ist es. Und wenn mir dann einer schreibt, ja, wenn du so eine Lok kaufst mit nur zwei Haftreifen nebeneinander, erstens steht es nicht drauf, steht auch nicht drin. Und zweitens, ja, es ist halt kein SUV. Was ist denn das für eine Vergleich, hat mir einer tatsächlich geschrieben. Ja, wenn du so eine Lok kaufst, kannst du nicht erwarten, dass es ein SUV ist. Das ist halt ein schöner Wagen, der kein Gelände fahren kann. Und dann kommen sie mir mit der Realität und da ist dann sowieso bei mir Schluss. Das ist eine Spielzeugeisenbahn, die ist so weit weg von der Realität. Gut, das habe ich schon mal losgeworden. Das war mir jetzt wieder mal ein Bedürfnis, ein bisschen zu babbeln. Ich guck mal, ob ich noch eine Lok fahren lasse. Aber ich glaube, dieses Mal geht es leer aus. Außer das mit dem Putzwagen wird hier nicht viel passieren in dem Video. Vielleicht die Drehscheibe noch. Also. So, war wieder eine Schreckminute. Also, hab das Teil hier von Lux mit dem für den Puckos, also Fahrstrom, was ist glaube ich außen, ich sehe voll im Plan, auf die Schienen gestellt, bin ich losgefahren. Ziemlich schnell in der Kurve, im Kurzen, Überlastung. Ich so, okay. Da steht nichts von. Das Rätsels Lösung ist, die Schleife muss nach Reno. Ich war voll lokmäßig gewohnt, die Schleife muss nach vorne. Nee, bei dem Wagen nach hinten. Jetzt fährt das Ding hier schön seine Kreise. Es ist derbe laut. Ne? Das muss ich schon sagen. Und inwiefern das richtig sauber macht, das konnte ich ehrlich gesagt nur dann bestimmen, wenn er mal wo lang fährt, wo die Lok zuckt. Aber das Problem ist, ich habe gerade die Schiene sauber gemacht. Also Krach macht's. Sieht so aus, als wenn auch die Pokos in der Mitte oben, sind die immer nach einer gewissen Zeit so ein bisschen matt. Jetzt glänzen sie alle, wo das Ding lang gefahren ist. Vielleicht bild ich mir das auch nur ein, ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt mal los mit dem Ding. Achtung, jetzt erstmal runter. So, und dann seht ihr, wenn ich losfahre, dann wird der gleich einen enormen Krach machen. Und dann geht er an und dann rüttelt er und dann fährt er. In der Kurve hat er vorhin gehongt. Hat schon mal beide Wagen dran. Wollte auch um die Kurve nicht rum. Aber jetzt macht er es. Also ich gebe ehrlich zu, ein bisschen unheimlich ist das schon, die Geräusche da im Tunnel. Aber er nimmt auch schön die weichen Straßen hier. Okay. Das sind jetzt nicht die super Aufnahmen, aber es geht ja hier um die Technik. Ne? Da unten drin ist der Rüttler. Der Rüttler.
gut. So. Das gute Stück bitte anhalten. Jetzt müsste er ausgehen. Und? Er ist ausgegangen. Schön. Ob ich davon begeistert bin, das wird die Zeit weisen. Ne? Viele besitzen das ja und sind total toll, ne? Aber das sind vielleicht auch viele genauso wie ich. Ich habe den Sportwagen verkauft und habe mir ein Kombi geholt und war dann total überzeugt, dass der Kombi die bessere Wahl ist. Es geht viel rein, es ist toll, aber hätte mich mal hören müssen, als ich den Sportwagen gekauft habe. Tja, manchmal redet man sich Sachen auch schön und ja, mal sehen, dass mit den Wagen funktioniert. Sie haben immerhin 400 Euro gekostet, beide zusammen. Also schon eine Menge Kohle. Wollen wir hoffen, dass das auch jetzt die Schiene ein bisschen sauber hält, weil ich habe echt extreme Tunnelrunde, ey Leute. Im Herbst komme ich unter meine Anlage, ja, da bin ich auch meistens in der Regel 15 bis 20 Kilo leichter. Aber scheiße, im Frühjahr hat die eine schon geschrieben, wahlartig lege ich mich über die Anlage. Ja, so ein bisschen stimmt's ja. Du kannst halt alles ausdrücken, ne? Tja. Den anderen Wagen weiß ich, muss ich euch nicht sagen, mit der Rolle, die sich dreht. Das Ding ist tausendfach gezeigt worden und ich lasse die jetzt. Ich habe die zu zweit fahren lassen. Wie gesagt, schon einen Kurzschluss. Ich habe dann festgestellt, dass hier der Wagen umgedreht werden muss. Dann ist der Kurzschluss weg. Steht leider von hier nichts drin. Vielleicht war es auch Zufall, ich weiß es nicht. Aber seid gewarnt, wenn ihr es draufstellt und habt einen kurzen. Dreht es mal, also es ist, ich weiß es nicht. Ich bin kein Techniker und ich bin kein Schreiner. Das habe ich ja schon mal gesagt. Gut, so viel zu dem Reinigungswagen. Kabel muss ich gucken. Ich habe nur rote Kabel für den Anschluss von meiner Drehscheibe. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege das Wochenende. Vielleicht kommt der Thomas doch. Warte mal kurz. Hier, wenn man vom Teufel spricht, wer ist dran? Thomas! Moment! Nee, das ist falsch. Wo haben wir es denn? Hier. Thomas? Hast du gesprochen? Ja. Ja? Sag mal dem Publikum ja. Hallo! Oh je. Ich nehme gerade auf. Sag mal hallo! Ja, hallo, grüß euch! Jetzt bist du doch in dem Video mit drin. Dabei habe ich geschworen, dass du diesmal deinen Hackfrisier nicht zu sehen ist. Aber naja, nee, sieht man ja auch nicht. Ha, ich hab die Wahrheit gesagt. Gut. Gut, aber dann vergiss die Überweisung, gell? Es gibt kein Geld. Du darfst hier essen, trinken und mich vergöttern. Mehr ist hier nicht drin. Ach, vergöttern, ja. Na gut, okay, alles klar. Gut. Also, ich mache jetzt mal aus hier. Sorry Leute, aber jetzt kommt Privatgespräch. Ein bisschen traurig und auch wieder ein bisschen glücklich. Zwei Dinge. Erstens, Bad News zuerst. Wieder ein Opfer der schlechten Märklin-Qualität. Mein liebes kleines blaues Löckchen hat den Geist aufgegeben. Das Positive. Moment, Leute. Hab's alles angeschlossen und es funktioniert.
Ja, Operation Drehscheibe ist fertig. Ich hab's geschafft. Das ist schon mal viel wert. Das macht mich schon ein bisschen glücklich, dass es endlich läuft. Aber mein Drehscheibendesaster hat noch kein Ende gefunden. Ne? Also ich muss jetzt sagen, erstens das Geräusch von der Drehscheibe so normal. Zweitens, bei der Testfahrt von der Drehscheibe hat diese Lok den Geist aufgegeben. Aber nicht auf der Drehscheibe, sonst hätte ich mir vielleicht doch Gedanken gemacht. Nee, hinten bei so einer Anschlussschiene habe ich es draufgestellt und auf einmal, ich zeige es euch mal, weil ist nicht so, dass die Lok komplett den Geist aufgegeben hat. Nee, die fuhr und vorwärts, rückwärts, Licht an, nur sie hatte einen Sound mehr. Gleis 11 oder so sollte geräumt werden. Das hat die ständig erzählt, obwohl sie das gar nicht drauf hat. Ich zeige es euch mal kurz. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe die Lok schon gelöscht. Eigentlich dürfte es kein Tönchen von sich geben. Tja, so ist das. Qualität aus Göppingen. Oh, jetzt liest du den Decoder aus. Hat es vorhin nicht gemacht. Schauen wir mal. Scheiße ist das. Aber schau mal an, der Decoder ist hin. Das Geile ist, ich kann jetzt, ihr seht jetzt hier, das Licht geht, das Licht vorne geht und dann kommt es wieder. Die Pferde auch. Sie wollen halt alles irgendwelche Gleise auf Gleis 7. Ja, sag ich doch, Gleis 7 umsetzen. Es ist halt mit der Zeit ein bisschen nervig, ne? Weil ich kann es ja nicht immer ganz ausmachen, sonst hätte ich ja gesagt, ich lasse stumm fahren. Aber die ist da sehr hartnäckig. Naja, ich wähle mir die Lok nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, die wievielte Lok jetzt hier abgeraucht ist. Und mir schreiben immer noch Leute, yay, Märklin, das Beste der Welt. Wacht auf, Leute. Märklin ist nicht mehr die beste Firma, sie ist auch nicht die schlechteste. Oh je, ich glaube, die anderen geben sich auch Mühe, nicht gerade besonders gut zu sein. Aber ich schränke mich ja gar nicht mehr auf. Und meine kleine blaue Lok, die tut mir sogar mehr weh als meine 191, muss ich ehrlich sagen. Ein blaues Löckchen habe ich gern gehabt. Jetzt kann ich losrennen. Jetzt muss ich mir A überlegen, schicke ich das Ding ein? Weil ich habe keine Garantie auf diese Lok. Die habe ich gebraucht, gekauft. Oder kaufe ich sie neu, weil neu werde ich die für 70, 80 Euro kriegen. Es ist einfach nur ärgerlich, weil es sind auch wieder 70 Euro. Ich habe ja schon mal ein Massengrab hier mit der Drehscheibe, was ich da an Geld reingesteckt hat, wie viel Gutes ich da damit hätte tun können. Es ist nur, weil gewisse Firmen einfach unfähig sind. Und ich habe es ja schon gesagt, das Geld habe ich immer noch nicht von Märklin. Rühren Sie sich nicht mehr. Na gut. Fahrvideo mache ich diesmal keins, glaube ich. Morgen muss ich spätestens anfangen, das Video zu bearbeiten. Heute wird es nichts mehr. Na, ich bin jetzt auch froh, dass ich das da alles angeschlossen habe. Morgen habe ich meinen Sohn schulfrei dienstags. Faschingsdienstag. Das hatte mir nicht. Das ist überhaupt kein Fasching im Moment. Und gut, gehen wir halt ins Schwimmbad. Was soll's. Ja. Und dann habe ich noch den Mittwoch und irgendwann muss ich so ein Video bearbeiten. Das dauert 4-5 Stunden. Und ich glaube, keine Zeit mehr für so ein schönes Fahrvideo. Schade, ich habe vielleicht noch eins gemacht. Zumal Thomas auch gern vorbeigekommen wäre, glaube ich. Aber ist mir jetzt momentan ein bisschen eng. Na? Öfters mal ein anderer Hintergrund.
Finde ich auch cool. So, erstmal wieder. Meine letzte 0 Promille Flasche. Ich muss wieder einkaufen gehen. Thomas kommt das nächste Mal. So. Es gab ein Happy End. Meiner blauen Lok. Sie fährt wieder. Gefahren ist sie ja vorher schon. Jetzt aber. Ja, ich kann es euch mal kurz zeigen. Das ist Notstopp, richtig. Hier oben die Schraube. Die kriegst du nicht raus. Achso, da habe ich alles probiert. Das ist die Schraube schon fast hinüber. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Na, aber du kannst hier das und das, und das kannst du ein bisschen, das kannst du wegmachen. Und dann kamen die Plantinen hinten raus, weil ich habe mir gedacht, weißt du was, du kappst einfach die Verbindung zum Lautsprecher. Ja, wenn du das Ganze nicht abkriegst, dann kannst du auch nichts kappen. Ne? Aber ich das hier hinten abgemacht habe, da kam mir schon die Platine entgegen und ein gelbes Kabel ist auch gleich fortgeflogen. Ich, okay. Also habe ich das Kabel mal beiseite gesteckt und habe alles wieder drauf gemacht und wieder rein zusammengefummelt. Habe es auf die Schiene gestellt und oh, Moment. So, Leute. Da steht sie. Was jetzt hier so brummt, ist mein Heizlüfter. Na, was? Fahr ich mal. Ah, verdammt. Das Geile ist ja, muss ich ja wirklich sagen, ne? Das ist mir mehr klar. Er seht, in der Lok ist ein Hochleistungsmotor, den hört man überhaupt nicht. Der ist lautlos. Ach, Kerle. Ich muss sagen, der Motor ist auch fast lautlos. Obwohl ich jetzt die Wagen habe, aber eben. So. Handbetrieb bleibt Handbetrieb. Ist das Mädchen noch so lieb? So, machen wir mal cool. Also, das Licht oben geht noch. Frontbeleuchtung geht auch noch, oder? Nee, Heck habe ich ja genau. Stimmt. Jetzt geht Front. Geht alles. Okay. Meine erste Lok ohne Sound, aber ich behalte die. Warum? Weil der Sound von dieser Lok. Okay, das Horn. Nee. Das ist also komplett abgeknipst. Ja, die gute Lok war eh viel zu laut. Und du konntest das halt runterregeln bei dieser Lok. Und das war was, was mich sowieso sehr gestört hat. Und ich habe die auch oft fahren lassen ohne Sound. Weil. Ich regle meine Sounds hier alle mindestens auf die Hälfte runter, weil wenn ich eine Lok da oben im Gebirge fahren habe, dann höre ich die aus dieser Entfernung nicht. Da muss ich nur noch ganz leise die hören. Das möchte ich schon ziemlich real. Also nicht, es ist nicht real, aber ich habe das schon mal gesagt. Ich habe für Sound eine echt optimale Modellbahnanlage, weil A, die Loks verschwinden hier gleich im Tunnel, da hörst du sie nicht mehr. Hier fahren sie da oben oder hier vorne. Und dann verschwinden sie hinter in den Schwarzwald, wo sie gehörmäßig auch verschwinden. Also der Ton wird leiser und da hinten höre ich sie kaum noch. Und so muss es auch sein. Wenn ich jetzt natürlich alles hier vor mir auf diesem Brett stattfinden würde und hier würden 4, 5 Loks fahren, kannst du das mit dem Sound voll in die Tonne treten. Das ist nur noch ein Mischmasch und da kannst du 2 Loks fahren lassen, das hört sich dann noch gut an, aber sobald dann 3, 4, das ist nichts mehr. Also das gefällt mir auch nicht. Na. Also hier soweit bin ich jetzt glücklich. Momentchen. So, dann habe ich
hat sich auch schon ein bisschen was hier an meinem Betriebswerk getan. Habe schon mal die Steine gelegt. Wie ich die Zwischenräume von den Schienen mache, das weiß ich nicht. Das muss ich ehrlich sagen. Normalerweise lege ich da auch gern Pflaster drin. Bei N war das kein Problem. Ja, mit diesen Noppen da. Und ich, ob ich mir die Arbeit mache oder ob ich nicht am Ende einen ganz feinen grauen Schotter nehme, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird eher der Fall sein. Sonst ist das soweit schon ausgeschnitten. Die Wege liegen schon. Ja, auch das muss noch richtig gemacht werden. Ich werde wohl auch das noch ein bisschen unterfüttern müssen, weil sonst sieht das blöd aus, wenn es zu den Schienen nach oben geht. Das will ich auch nicht. Aber sonst freue ich mich schon drauf, das jetzt wieder zu gestalten. Jetzt werde ich auch bald das Licht machen. Aber im Moment ist es hier oben noch relativ frisch. Also ich habe hier zwischen 7,5 und 8 Grad im Moment. Momentchen mal, Leute. Das ist fürs Bier natürlich optimal, weil du es hier stehen lassen kannst. Aber so zum Basteln und für die Elektrik zum Fahren ist das hier eine Tippbrille. Ne? Also basteln kannst du noch. Ich bin, was Kälte angeht, ziemlich resistent. Aber ich war heute auch wieder schön am Lorberg wandern. 1,5 Stunden. Sorry Leute, macht mir momentan mehr Spaß. Ich bin jetzt auch ganz spitz mittlerweile wieder drauf. Jürgen, es fängt an zu blühen. Ne? In 3-4 Wochen musst du spätestens hier aufkreuzen. Ich meine Jürgen am Odenwald. Ne? Haben wir schon drüber gesprochen. Ja, das war's soweit. Das wollte ich noch hinten dranhängen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch alle ein schönes und gesegnetes Wochenende. Wie gesagt, das hier wird jetzt mit meinen Videos keinen Fall mehr wöchentlich kommen, weil jetzt geht Fitnessstudio und Wandern. Ich kann es scharf schon. Ja. Ich will jetzt auch wieder mächtig Gewichte stemmen. Das kann ich auch kaum erwarten, wieder ins Studio zu kommen. Ich brauche das. Ja, Sport, den ich verstehe, was muss nicht viel nachdenken, nur Hals, Maul und drück. Mehr muss ich nicht können. Und ja, Wandern ist dasselbe, ne? Sitzt ein Fuß von anderen, auch nicht schwer, kriege ich auch hin, einfach gestrickt. Ne? Ja, und es ist so im Sommer und dann kommt im Herbst die Pilze. Ihr kennt ja meinen Lebenslauf soweit in der Geschichte. Und im Winter gibt es dann wieder viel Fresschen und ja. Gut, mal sehen, dass man vielleicht am Sonntag der Thomas kommt, das wird mich freuen. Na, muss ich wieder einen deftig großen Eintopf machen, mache ich auch. Ach, du musst noch anrufen, den Kerl. Ja. Gut, in dem Sinne, macht's gut, tschüss.